In diesem Video geht es um Marken. Heute sitze ich zusammen mit Lukas Manko. Lukas Manko, vielen Dank, dass du im Video bist. Gerne. Lukas Manko ist FBA-Profi, verkauft auf Amazon, sehr erfolgreich, macht dazu auch Videos in seinem YouTube-Kanal Zum Erfolg, erfahrt ihr darüber auch mehr. Und heute unterhalten wir uns mal generell zum Thema Marken. So, jetzt geht's auch schon los mit dem Thema Markenrecht, wie eben schon gesagt, sehr komplex. Und ja, generell interessiert mich jetzt erstmal als Amazon-Verkäufer oder auch allgemein als Unternehmer, ich möchte eine Marke gründen. Ich habe mir jetzt hier einen super schönen Markennamen rausgesucht, der auch perfekt zu meiner eigenen Brand passt. Und ja, den finde ich super und möchte jetzt erstmal herausfinden, darf ich den überhaupt nutzen? Also da gibt es ja verschiedene Plattformen, ein paar, oder ich habe darüber auch mal ein Video gemacht, da habe ich schon mal eine vorgestellt, das DPMA. Du kennst aber noch einige mehr und ich denke, du kannst auch nochmal bessere und detailliertere Infos zu geben. Das heißt, wie finde ich jetzt erstmal heraus, ob dieser Markenname überhaupt frei ist, dass ich den verwenden darf? Genau. Also du hast schon das DPMA erwähnt. Natürlich, jedes Patentamt hat auch ein eigenes Register und das ist alles öffentlich verfügbar, jedenfalls in der Regel. Also auch das Europäische Markenamt, das offiziell EUIPO heißt, also EU Intellectual Property Office, kann man hinsurfen und alle Marken auch dort recherchieren. Es gibt eine Datenbank, die heißt TMView, also wird geschrieben TM wie Trademark und dann View wie Sehen. Einen Link packen wir in die Shownotes von dem Video. Da kann man auch nach ähnlichen älteren Marken suchen. Also da kann ich eingeben, wenn ich zum Beispiel Autos verkaufen will, ja, kann ich PMW eingeben, wenn ich jetzt mir eine tolle Marke PMW ausgesucht habe. Die finde ich in den Registern natürlich nicht. Ja? Also da finde ich nur BMW halt, aber nicht PMW. Und wenn ich die identische Marke eingebe in den Registern, denke ich, oh prima, ja, kann ich arbeiten und in 3 Jahren kriege ich eine Abmahnung von BMW. Wäre natürlich doof, ja, der Worst Case. Und in dieser Datenbank TMView kann man unter Advanced Search oder erweiterter Suche eben PMW eingeben und dann kann man anklicken unscharfe Suche oder Fuzzy Search. Und dann findet man eben auch die ganzen BMW-Marken, dann weiß man, okay, cool, ja, besser einen anderen Namen finden, ja, denn BMW gibt es schon, ist vielleicht zu ähnlich. Oder wenn ich jetzt, weiß ich, irgendein Produkt Marimba nennen will, dann kann ich halt Marimba eingeben und dann sehe ich halt, vielleicht gibt es da auch Merimba oder Marimbo oder irgendwie so ganz ähnliche Marken. Und dann kann ich mir überlegen, für was gibt es diese anderen Marken? Ja, also wenn ich zum Beispiel Kopfhörer rausbringen will und die gibt es schon für Autos, ist das kein Problem aus markenrechtlicher Sicht. Ja? Also wenn die Marken von den Waren und Dienstleistungen her sehr unterschiedlich sind, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, also es gibt sehr ähnliche Marken, die koexistieren. Zum Beispiel gibt es eine Unterwäschemarke, glaube ich, Triumph, und dann gibt es eine Automarke Triumph, dann gibt es eine Schokoladenmarke Trumpf und so weiter. Also es gibt lauter koexistierende Marken, die identisch oder sehr ähnlich sind, weil die halt sehr unterschiedliche Waren betreffen. Also das ist kein Problem. Man muss dann halt gucken, für was sind diese älteren Marken überhaupt eingetragen? Sind sie überhaupt noch eingetragen? Sind sie noch in Kraft quasi. Du hast doch auch über das Thema auf deinem Kanal, also Wolf hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, den verpacken wir auch mal in die Shownotes. Da hast du doch auch mal ein Video drüber, wo du das sehr detailliert auch am Computer direkt gezeigt hast, oder? Genau, ja, da habe ich ein Anleitungsvideo genau zu TMView gemacht. Das werden wir, denke ich, auch einfach mal runterpacken. Das heißt, wenn ihr jetzt noch mal ganz genau sehen wollt, wie funktioniert TMView und wie kann ich da wirklich speziell jetzt für meinen Markennamen suchen, dann könnt ihr das Video auch noch mal ganz, ganz genau anschauen. Das heißt, was ich jetzt sehr auch interessant fand, das heißt, wenn ich mir jetzt einen Markennamen ausdenke, und den jetzt zum Beispiel im DPMA suche. Dort habe ich ja nicht die genauen Einsichten in die Nizza-Klassen, oder habe ich das sogar? Ja, doch. Das habe ich sogar. Genau, okay. Genau. Das habe ich zwar, aber im Endeffekt dürfte ich ihn dann eventuell trotzdem, also dürfte ich ihn verwenden, wenn es halt eine andere Nizza-Klasse im Prinzip bespricht. Das heißt, wie gesagt, wie du das Beispiel mit Triumph, einmal die Unterwäschenmarke, die Automarke, das heißt, wenn ich jetzt eine Babymarke in dem Bereich gründen möchte, dann könnte ich das theoretisch oder könnte diesen Namen dafür auch verwenden, wenn diese Klasse nicht belegt ist. Genau, solange es keine Babyschokolade gibt oder so, ja, oder keine Babyunterhosen, ich glaube, dann wäre es okay. Ich glaube, wir sind gerade schon einen Schritt fast ein bisschen zu weit. Ich glaube, jetzt wäre noch mal ganz interessant, was sind eigentlich Nizza-Klassen? Also was ist das im Endeffekt, dass wir da noch mal kurz auf das Thema eingehen? Genau, vor ganz langer Zeit haben sich alle wichtigen Industrienationen in Nizza getroffen. Und haben sich überlegt, alle diese Waren und Dienstleistungen, die es so gibt, ja, insgesamt alles, was so verkauft wird oder angeboten wird, in 45 Klassen einzuteilen. Da gibt es also eine Klasse für Musikinstrumente, eine Klasse für Nähgarn, eine Klasse für Kopfhörer, Feuerlöscher, Sonnenbrillen oder auch für Dienstleistungen, also zum Beispiel Restaurantdienstleistungen oder Einzelhandelsdienstleistungen sind bei Amazon FBA vielleicht besonders interessant. Und zum Beispiel Einzelhandel ist in 35, Druckerzeugnisse, Bücher sind in 16,
Feuerlöscher und Sonnenbrillen komischerweise zusammen in neun. Ja? Also da gibt es für jede Ware und Dienstleistung gibt's eine eigene Klasse. Und wenn man eine Marke zum Beispiel anmeldet, dann hat man jedenfalls in Deutschland immer drei Klassen inklusive. Dann kann man sich also überlegen, in welchen drei Klassen möchte ich meine Marke anmelden. Und umgekehrt sind viele Marken, die man findet, in wenigstens drei Klassen eingetragen. Deswegen. Ja. Okay, sehr interessant. Ja. Das heißt, da ist schon mal, ja, das ist sehr interessant auf jeden Fall, dass ich sozusagen eventuell auch eine Marke nutzen kann, dessen Namen es erstmal schon gibt. Davon lässt man sich auch oft, oder wenn man, sage ich mal, wenn man davon nicht wirklich weiß, dann lässt man sich davon ja schon mal gut abschrecken und dann hat man da sozusagen die Sicherheit und kann wirklich herausfinden, okay, ich kann trotzdem diesen Markennamen nehmen und dort auch auf den Markt kommen. Genau. Ja, sehr cool. Ich denke, das war jetzt auch eine gute Zusammenfassung oder ein guter Einstieg in das ganze Thema des Markenrechts. Also wie finde ich erstmal überhaupt heraus, ob so ein Markenname vergeben ist. Im zweiten Teil, beziehungsweise in einem anderen Teil geht's, den ihr jetzt in den nächsten Tagen auch hier auf dem Kanal sehen werdet, geht es jetzt nochmal weiter mit dem Thema Markenrecht, nämlich darum, wie ich meine Marke wirklich anmelde. Also jetzt haben wir herausgefunden, okay, sie ist nicht existent, ich darf sie nutzen. Vielleicht starte ich jetzt erstmal, aber vielleicht bin ich auch jetzt gleich der Meinung, ich möchte diese Marke eintragen. Ich möchte mich hier jetzt wirklich absichern und darüber werden wir im zweiten Teil reden und dann hier ganz genau darauf eingehen, ab wann man das macht, wie teuer das überhaupt ist und auch wie das Ganze überhaupt funktioniert. Wir haben eben schon die drei Nizza-Klassen angesprochen, aber dort werden wir dann nochmal bis ins Detail darauf eingehen, wie melde ich überhaupt meine Marke jetzt an und ja, wie funktioniert das überhaupt. Dann vielen Dank schon mal für dieses Interview und wir werden, denke ich, noch einige Interviews hier noch gleich zusammen aufnehmen und die werdet ihr dann hier dann auch alle auf dem Kanal sehen. Wenn ihr dieses Video cool fandet und spannend fandet, dann abonniert doch meinen Kanal und Fragen und Kommentare gern unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, erntet ihr eure Früchte eurer Ideen.